Hallo und willkommen zurück zu OpenRA, Open Red Alert. Und wie ihr jetzt gerade schon mitbekommt, habe ich jetzt Musik installiert. Es ist möglich, dass man hier über Extras auf Music klickt und da hat man zu Beginn diesen, wie hieß der gleich? Ich glaube, das war der Hellmarch. Der war schon drin. Das ist, genau. Das ist dieser Song, den man von Alarmstufe Rot kennt. Und ich habe das über den, war das der Asset Browser? Ich weiß gar nicht. Also, ich habe mir den auf jeden Fall. Moment, das muss der Asset Browser gewesen sein. Oder auch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall die Musik geladen. Es ging hier, glaube ich, bei Music. Da konnte ich dann auch einstellen, dass ich mehr Musik haben wollte. Genau. Und es waren 96 MB an Musik, oder was? Ja, 96 MB an Musik, die ich mir dazu geladen habe. Und ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt nicht groß. Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gehen wir, nachdem wir in der letzten Folge die beiden ersten Missionen absolviert haben, gehen wir jetzt mal auf Missions und wählen die nächste Mission. Und normalerweise hat man jetzt die Wahl zwischen 3A und 3B und so auch wir. Und ich würde sagen, wir schauen uns da mal an, was wir da wählen. Ich weiß gar nicht, es klingt hier beides gleich. Sieht zumindest so aus. Dead End. Ich denke, das ist das Gleiche. Überwachung zeigen, dass sowjetische Bewegungen in unserer Region oder Area steht hier immer, in unserem Gebiet stattfindet. Wichtige, also nahegelegene Brücken sind wichtig für die Fortschritt, beziehungsweise, wie sagt man? Super, es ist immer schön, wenn man was direkt übersetzen soll. Zerstör alle Brücken und so schnell wie möglich. Tanja wird dabei helfen. Sie muss auf jeden Fall um jeden Preis überleben. So, Schwierigkeit wieder normal und dann wollen wir mal gucken, ob wir das denn hinkriegen. Hier steht zwar 3A, 3B und dann kommt 5A, wo da die 4 ist, weiß ich nicht, vielleicht kommt hier noch, oder die Mission wurde noch gar nicht erst gemacht. Wie gesagt, es ist Open Source und ist noch in Entwicklung, aber auf jeden Fall schon sehr gut spielbar und deswegen machen wir das ja jetzt auch. So, los geht's. Aber mal gucken. Destroy all bridges, Tanya must survive, destroy all Soviet oil pumps, free all allied soldiers and keep them alive, according to the rules of engagement, I need your explicit orders. Yes, sir. Und da habe ich gerade nicht mehr weiter lesen können. So, das hier ist offenbar eine Artillerie, die kann garantiert weit schießen. Ah, hier ist ein Medic, den dürfen wir nicht umbringen. Wenn ich jetzt auf die Fässer schieße, dann wird hier alles in die Luft fliegen. Also nehmen wir natürlich nicht die Artillerie. Die stellen wir dann hier vorne irgendwo hin. Oder wir nehmen uns nur die Tanja. Mit der Tanja gehen wir mal hier rüber. So, okay. Und da... Genau. Super. Man kann hier in dem Spiel auch umstellen von der traditionellen Steuerung, die über die linke Maustaste geht. Dass man die Figuren anwählt und dann mit der linken Maustaste irgendwo hinklickt. Kann da wählen. Was macht der hier? Ah, man kann wählen zwischen der Steuerung mit der linken Maustaste oder eben, also anwählen und rechte Maustaste drücken zum Steuern, sag ich mal. So, weg hier. Okay. So. Lagen wir alles in die Luft. Sehr gut funktioniert. Zivile Gebäude können wir auch in die Luft jagen. Muss jetzt nicht sein, aber können wir. Sehr schön. Okay. Gut, wir müssen Brücken zerstören. Wir haben zum Glück keinen Zeitdruck. Das ist gut. Und
Der Medic, der sollte sich vielleicht eher noch zurückhalten. Oh, der wird beschossen. Na super. So. Okay. Unten sehe ich schon die nächsten. So, jetzt kann ich die hier gruppieren mit den Steuerungstasten. Das kennt man ja. Okay, so. Dann haben wir die Tanja auf 1. Und den Mediziner auf 2. Nein, der muss überleben. Okay, das sieht nicht gut aus. Ah, doch. Jetzt hat er wohl irgendwie eine Bombe gelegt. Oh, und der hat es auch gerade überlebt, der Medic. Super, das ging schon mal ordentlich nach hinten los. Wir sehen, wir müssen hier vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sein. Und auf jeden Fall genug erkunden. Nicht, dass wir da wieder in so einen Hinterhalt geraten, wie jetzt gerade eben. Und der Medic, der muss auf jeden Fall auch in der Nähe von der Tanja bleiben. Der darf nicht allzu weit weg geraten, da, von hier. Um sie dann eben Zweifelsfall oder im Bedarfsfall dann zu schützen. So. Schieß auf ihn. Ups, 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 ups. Da muss sie ganz schnell weg. Ah. Na super. Okay, dann machen wir direkt mal Leave und Restart. Na gut, da seht ihr es. Also, das wird hoffentlich, das wird wahrscheinlich nochmal häufiger passieren. 1, 2 und der ist Nummer 3. So, ich glaube, die Artillerie hatte ich gerade vergessen. Kann das sein, dass ich die da oben habe stehen lassen? Ich glaube. So, genau. Schießen soll sie auf die hier. Und das war wohl... Ja, das Problem ist eben, dass die Steuerung vom Motor sehr empfindlich ist. Und wenn ich dann irgendwo daneben klicke, dann schießt sie nicht auf die Gegner, sondern versucht dann eine Bombe zu platzieren. Natürlich auch nicht gerade sinnvoll. So. Die Artillerie nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Okay, so, das haben wir soweit. Dann bewegen wir uns mal weiter hier. Da sehen wir schon den nächsten. Super. Okay, Medic heilt. Artillerie geht mit nach vorne. Tanja bewegt sich. Sie schießt nicht alleine auf ihn, glaube ich. Naja. So, dann gucken wir doch mal hier rüber. Also, da können wir nicht reinschießen. Das gibt einen lauten Knall und dann war's das mit den Zivilisten bzw. den Medizinern, die da rumlaufen. So. Da ist sie. Vielleicht kommt hier dieser Transporter vorbeigefahren. Die Artillerie stellen wir mal dahin. So. Kann er drauf schießen? Wahrscheinlich nicht. Nee. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie das überlebt. Ja, die macht sich von selbst. Also ich muss wirklich den Auftrag erteilen, dass sie das macht. Ich muss wirklich immer anklicken. Na gut. Das wird ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir hin. Wissen wir ja, dass hier unten auch eigentlich gar nichts mehr war. Hier war ja nichts. Ah, genau. Da war nichts. Gut. Aber wir wissen, dass hier unten jetzt gleich diese Türme sind. Feuertürme, die jetzt die Tanja aufdecken darf. So, ich muss da mal ein bisschen näher rangehen. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu nah rankommt. Und dann auch die Artillerie noch ein bisschen nachziehen. So, mit denen kann ich nämlich jetzt, glaube ich, drauf schießen. Ja, genau. Sehr gut. Sehr schön. Und die kann ja auch die schön aus der Ferne abschießen hier, die Gegner, und Mediziner nachschicken und... Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Ich muss unbedingt drauf schießen. Nein, nicht näher rangehen, nicht näher rangehen, nicht näher rangehen. Wow, gefährlich.
So, er muss hier unbedingt da drauf schießen. Sehr schön, das funktioniert ja echt. Ah, ups. Da haben wir doch tatsächlich hier die Fässer zerschossen. Ups. Objective failed. Okay, na gut, aber das ist ja nun mal eine Nebenaufgabe. Okay, das sieht gut aus. Als Nebenaufgabe fällt das raus. Das ist zwar schade, dass wir das nicht mehr schaffen können, aber ist okay. So, wenn wir jetzt hier diesen Feuerturm zerstört haben, dann können wir nämlich da dann auch die Tanja reinschicken, damit sie die Kraftwerke hier zerstört. Und dann müssen wir weiter vorrücken, um die Brücken zu zerstören. Gibt's hier eigentlich? Ach so, das war jetzt Audio muted. Karte gibt's hier nicht. Okay. Na, gleich haben wir's. Noch ein Schuss, vermutlich. Na, noch einen zweiten. Okay, so, Tanja kann rein. Und hier die Kraftwerke in die Luft jagen. Sehr gut. Ja, das ist natürlich super. Also die kriegt das ja sehr schnell hin hier. Alles in die Luft zu springen. Und das soll sie dann mal machen. Das ist hier der Bauhof. Ohne den können sie dann nämlich auch keine weiteren Gebäude mehr bauen. Technology Center, USSR. Oh, und da wurde geschossen. Okay, und hier haben wir eine Kiste. Crate. Das ist Kiste. Da kann ich jetzt irgendwas einsammeln. So, müssen wir uns unbedingt wieder in die Nähe von dem Mediziner begeben, damit der uns heilt. Was habe ich da jetzt geholt? Habe ich da jetzt Geld eingesammelt oder was war das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da jetzt mal Geld und wir können ja auch, das ist sehr schön, wir können ja auch auf, wie man es hier gerade sieht, wir schießen jetzt gerade auf Zäune. Ganz nette Eigenschaft aller Teile gewesen, dass man immer die gesamte Umgebung noch mit zerstören konnte. Wenn man da lange genug auf eine Stelle geschossen hat, dann war da auch einfach immer mal ein Loch. Wie man es hier auch sieht mit diesen kleinen Kratern, die dann da überall auftauchen. Und wir könnten jetzt hier theoretisch den Zaun wegschießen und dann dadurch marschieren. Wird soweit alles funktionieren. Oh, shake it, baby, genau. So, jetzt müssen wir nicht vergessen, noch nachzurücken. Und hier mal gucken. Das ist auch keine Brücke, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich Soldaten irgendwie kommen. Wir müssen aufpassen. Oha. Was haben wir da oben? Ich sehe hier kein. Ich sehe da keine Zivilisten mehr. Oh. Jetzt ist Tanja schon wieder gestorben. Schade, dann müssen wir das nochmal starten. Das machen wir jetzt auch einfach immer wieder, bis wir es schaffen. Also gehört ja mit zu dem Spiel. Das war früher auch immer so. So, 1, 2 und der hier oben ist die Nummer 3. So, und ich denke mal, das kann ich euch schon zumuten, dass ihr das hier soweit mitmacht. So. Okay. Und dann ein Schuss darauf und dann fliegen die Dinger da in die Luft. Und Tanja geht noch einen Schritt weiter und. Na komm! Sollst du ja schießen. Ja. So. Und dann können wir mit. Ja, gut, da unten hinschießen geht jetzt nicht. Kann ich die. Ja, kann ich die anvisieren? Ich anwählen. Kann ich die wegschicken hier? Okay. Der ist in die Luft gesprengt worden. Komisch. Aber von hier aus kann der dann auch schießen, denke ich mal. Jetzt ist natürlich interessant gleich zu sehen, die kommen alle hier rüber, die Truppen. Da oben kommen sie schon. Wenn sie da jetzt so alle so entlang kommen, können sie die natürlich hier schön alle einzeln herausfischen. Ah, das hat doch gut funktioniert. Ja, sehr schön. Schön einfache Mechanik. Oh, und jetzt geht's gleich sterben. Ah, schade. Und nochmal. Nochmal neu starten.
So. I ist auf der 1. D ist auf der 2. Und das da auf der 3. So, also da haben wir jetzt hier ein bisschen gelernt. So. Wissen nämlich, dass man jetzt die dann nicht einfach so rausziehen kann. Okay. Ja, und vor allem auch, dass man... Drücke mal S. Nee, S ist nicht für Stopp. Was war denn hier der Knopf fürs Halten? Naja. Offenbar ist es nämlich so, dass wenn ich irgendwo nicht direkt auf einen Gegner drücke oder klicke, dass sie dann auf den Gegner zuläuft, beziehungsweise auf dieses Feld, das ich eben angeklickt habe, und dann an der Stelle dann zu dieser Stelle dann hinläuft. Und das ist ja ein bisschen doof, wenn sie da hinläuft, aber an der Stelle, also dann dahin läuft, aber nicht schießt. So. Den dann mal schnell wieder wegholen. Jetzt kommen da unten gleich die, genau. Und die Artillerie darf drauf schießen. Ah, das funktioniert nicht so ganz. Okay, hat halbwegs funktioniert, aber die Artillerie kann natürlich vom Medic nicht repariert werden. Na, okay, also das ist immer wieder was anderes. Immer wieder... Naja, immer wieder eine andere Taktik, die man hier angehen muss. Oder eine andere Strategie. In der Echtzeitstrategie. Ist ja nun mal ein Echtzeitstrategiespiel. Da kann man auch in Echtzeit lernen und immer was Neues ausprobieren. So, da unten sehen wir sie schon, die Soldaten, wie sie da stehen. Nicht dahin gehen. Jetzt habe ich daneben geklickt, ihr seht's. Jetzt geht sie tatsächlich erst dahin, wo sie hingehen soll. Ah, nein, nein, nein. Ah. Können wir es gleich nochmal starten. Naja, ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Wenn es so sein sollte, ja, dann ist es so. Ich spiele das jetzt einfach mal so, wie ich es jetzt mache. Ich denke, ist nicht verkehrt. So. Und mir macht so auch Spaß, das so zu spielen. Immer wieder was Neues ausprobieren eben. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Kann sie jetzt hier hinten hinschießen? Ich glaube nicht. Dann fliegt wahrscheinlich alles in die Luft. Also es ist dann... Man kennt das ja. Also so waren die Spiele früher gewesen mit diesen Triggern. Man geht irgendwo lang und wird dann automatisch beschossen, wenn man da irgendwo vorbeigeht. Ja, und das ist ja auch okay. Auch eine nette Mechanik. So. Genau. Da sind jetzt hier die Soldaten, die da angelandet sind mit dem Schiff. Und jetzt kommt der Mediziner und macht die Tanya wieder ganz. Sehr schön. Da braucht er so zwei, drei Heileinheiten. Und jetzt ist er wohl ganz. So. Und weiter geht's. Man hätte jetzt auch die Möglichkeit noch, die Grafik ein bisschen zu vergröbern. Man könnte hier die Pixel verdoppeln. Das ist in den Optionen auch möglich gewesen. Double Pixel stand da. Um da so ein bisschen einen authentischeren Look hinzubekommen. Wir wissen, das ist aus Mitte der 90er und da sah es eben alles ein bisschen anders aus. So, den hat sie erwischt. Muss ich hier richtig alle einzeln richtig treffen. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich auch eine Option, hier Pixel zu verdoppeln. Ja, den haben wir jetzt gerade verloren. Ah. Ja, dann machen wir es nochmal. Immer wieder... Von Neuem, so wie früher. Also jetzt müssen wir darauf achten, dass wir den Mediziner nicht verlieren. Jetzt müssen wir darauf achten, dass die Artillerie keinen Schaden nimmt. Und die Tanya sowieso nicht. Die hält auch nicht viel aus. Das ist gar nicht gut. So, der geht jetzt da raus. Und sie schießt da drauf.
Sehr gut. So. Dahin. Dahin. Da kommt jetzt der Typ. Okay. So, und immer alle schön hinterher schicken. Und nicht daneben klicken, wenn ich irgendwo. Ich muss echt mal gucken. Ah, sie kann. Ja, wie kann ich das abbrechen? Nee. Mit Stopp, also mit S für Stopp geht's nicht. Oder A wie Board, nee, A ist Attack. Genau, damit kann man nämlich dann Gebäude angreifen. Tja, was haben wir hier? Kann ich hier noch irgendwo die. Ah ja, genau. Gucken wir mal im rein. Pausieren will ich nicht. Power Down Mode, Game Commands. Repair Mode. Okay, das will ich nicht wissen. Map Scroll auch nicht. Das interessiert mich gerade nicht. Das interessiert. Ah ja, Unit Commands. Stopp. Wäre es. Doch, dann müsste sie eigentlich stehen bleiben. Okay. Ja, okay, jetzt macht's es. Komisch. Muss ich mir merken. So. Vielleicht war sie dann auch immer zu dicht am Gegner dran. So, sie geht jetzt nochmal ein Stückchen näher, damit das Schiff da unten landet. Die Artillerie stellt sich da oben hin und der Mediziner kommt von hinten. Und dann geht sie noch ein Stückchen näher ran. Und da kommt das Boot auch tatsächlich. Und jetzt können sie auf die schießen. Macht sie es. Ah, da hat sie jetzt irgendwie eine Bombe rübergeworfen. Ja, also ihre Funktionen sind mir nicht so ganz geläufig. Also es ist ja nun mal schon, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahre her. Was heißt Gefühl? Das sind wahrscheinlich 20, naja, 20 Jahre ist es jetzt nicht, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber schon eine Ewigkeit. So, die müssen wir ja jetzt nicht hin, wie wir wissen. So, Mediziner muss in die Nähe. Der ebenfalls. Oder sie, die Artillerie. Dahin. Sie noch ein Stückchen näher. So, jetzt muss ich sie hier alle einzeln rausziehen und angreifen. So, und sie muss jetzt ganz schnell hier weg. Und geheilt werden. Und die Artillerie greift mal das Feld an. Ah, stopp. Das ging gerade nochmal gut. So. Artillerie auf das Ding hier feuern. Geht das? Oha. Hoffentlich schießt sie da nicht noch irgendwie auf den Fass, aber das hat sie wohl gerade gemacht. Die Artillerie hat dann wohl vorhin hier mal, als wir hier die Struktur hier beschossen haben, das wohl verfehlt und dann auf den Fass geschossen. Naja. Da wissen wir dann jetzt auch Bescheid, dass wir das hier nicht angreifen können, beziehungsweise dass die Artillerie immer so ein bisschen so um ihr Ziel kreist. Dass sie das nicht sofort trifft. Immer ein paar Versuche braucht und auch dann immer noch daneben schießt. Und dann muss gleich die Tanja hier mal hinrennen. Medic hinterher natürlich. Hier werden bestimmt noch ein paar Soldaten sein. Okay. Ja, vielleicht. Ja. Kümmert sie sich erst um die Struktur da? Dann schnell weg. Genau. Dann die nächste und dann erschießen wir den Soldaten da oben. Und sie ist sogar schon erfahren, wie man hier sieht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den da oben ausknipsen. Sehr gut. Jetzt können wir die hier wegholen, glaube ich. Ja, sehr gut. Kann ich offenbar nur einzeln anklicken. Ich kann sie nicht hier. Ah, es sind Ingenieure. Moment mal, Moment mal. Dann heißt das ja, wir können ein
da reinbringen. Ingenieure können nämlich Gebäude übernehmen. Na, warte mal, stopp mal. Der soll noch mal warten. Dann soll der... Ah, der kann da rein, aber nicht da rein. Okay, na, dann soll er hier mal den Bauhof übernehmen. Ich glaube, dann können wir nämlich gleich selbst bauen. Kann das sein? Was hat er jetzt gemacht? Hat er das jetzt einfach nur geschädigt? Offenbar. Schade, dann hätten wir vielleicht hier das da oben übernehmen sollen. Naja, okay. Wissen wir jetzt auch in dem Fall Bescheid. So, hat das jetzt gesprengt? Ja. Dann geht das da in die Luft. Das hier geht alles in die Luft. Und dann sprengen wir auch hier die Strukturen. Und das ist dann unsere Nummer 4, der andere Mediziner. So. Hier wird noch gesprengt. Da hören wir schon aus der Ferne, da wird auf Tanja geschossen. Die werden dann jetzt hier unten rumlaufen. Und sie dann auch heilen. Okay, und da kommen sie. Stopp, stehen bleiben und schießen. So. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Mediziner, das heißt, das Heilen geht auch gleich viel schneller. Und... Ah, jetzt kann ich sie so anwählen, alle. Sehr gut. Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Haben wir hier oben noch irgendwas nicht entdeckt? Tanja ist ja die schnellste von allen hier. Deswegen schicke ich sie jetzt auch mal vor. Okay. Nicht schlecht. Würde ich mal sagen, sind wir jetzt auf einem guten Weg. Müssen wir uns hier mal ein bisschen vorantasten. Und hier unten war ja nichts mehr, genau. Immer dran denken, die hinterher zu schicken. Ah, guck mal, die Artillerie fährt über den Zaun drüber. Ich kann den da komplett zerlegen. Sehr schön. Da oben haben wir wohl noch ähnliche Strukturen. Schieß mal drauf. So, da kommen die Truppen. Die müssen wir hinterher schicken. Ah, und da sehe ich jetzt zum Beispiel gerade noch, da hätten wir eine Kiste vergessen. Die müssen wir noch holen, jetzt stehen die hier ein bisschen ungeschützt. Ich hoffe doch, dass das schnell genug geht. Ja, da hätten wir jetzt Geld gehabt. Da hätten wir dann vielleicht hier diese Baracken da übernehmen sollen. Naja, weiß man ja vorher nicht. So, schicken die hinterher. Sie hier hoch. Und sie ist ja jetzt schon wieder befördert worden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, die da oben hoch. Und dann gehen wir mit ihr mal hier rüber. Und da oben sehe ich schon... Oha. Da sehe ich feindliche Truppen. Und Tanja wird beschossen. Ah, und ich wollte gerade speichern. Aber offenbar geht das gar nicht. Kann das sein? Sieht so aus. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal... Ja, Schluss, ne? Ich muss die Mission dann nochmal starten. Offenbar kann ich da auch nicht speichern. Na gut, jetzt wäre es sowieso egal. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Zweite Folge jetzt. Und ich denke mal, ich werde das auch so spielen, wie ich das jetzt in dieser Folge gemacht habe, dass wenn wir dann die Mission mal nicht schaffen, dass wir dann immer wieder versuchen, bis wir es dann schaffen. Und ich will euch ja hier nicht einfach nur ein Play- oder Walkthrough spielen oder zeigen. Ich mache das ja im Prinzip so, ja, so wie ich es immer mache, ne? Ich spiele und wenn wir da mal verlieren, dann verlieren wir da eben mal und müssen dann auch mal laden. Oder eben einfach nochmal neu starten. Jo, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!